Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zu diesem Freitag, dem 24. Dezember 2021. Es ist heute Heiligabend, Freunde. Steffi kommt in etwas unter 2,5 Stunden und ich, wie ihr seht, habe noch nicht mal geduscht. Ich bin gerade erst aufgestanden und habe jetzt noch ein bisschen was vor mir. Ich muss den Baum aufstellen, ich möchte dekorieren und ich muss ihre Karte basteln und duschen. Das alles in 2,5 Stunden. Deswegen würde ich sagen, und das Duschen mache ich erst, nachdem ich den Baum aufgestellt habe und so, weil da werde ich mich garantiert einsauen. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt mich weiter um die Arbeit drücke, fange ich am besten einfach mal an, oder? Und sehe zu, dass ich in den Tag starte, dass ich produktiv bin. Es kommt heute noch ein Paket, das ist schon in der Zustellung. Für etwas Genuss, das wird echt eine Ankündigung, auf die ich mich freue. Jetzt sehe ich aber tatsächlich erstmal zu, dass ich in den Tag komme und wahrscheinlich anfange, indem ich den Baum aufstelle. Ja, ach was soll's, ich komme ja eh nicht drum herum. So Leute, ihr kommt gut in den Tag, ich komme gut in den Tag. Ich hoffe, ich denke dran und schaffe es, euch nochmal dazu zu holen, bevor Steffi da ist. Ansonsten sehen wir uns, wenn Steffi da ist, Leute. Frohe Weihnachten. I wish. Steffi, Moment, wir müssen jetzt erstmal hier, Steffi, du musst doch auch. Steffi ist voll weihnachtlich und kuschelig und gemütlich. Ja. Hallo Steffi, hallo, frohe Martin. Weihnachten. Morgen ist Weihnachten. Ja, aber wir wünschen euch auch, die ganze Welt wünscht euch. Also schöne Heiligabend. Schöne Feiertage. So, ja. Happy Holidays. Yay. Ja, Steffi, hier passiert was. Etwas, was auf dein Vorschlaggeld eigentlich... Ja, also, tatsächlich. Beziehungsweise, ich hatte schon so ein bisschen die Idee, aber Steffi meinte dann so... Mach das doch. Und was machen wir denn, Steffi? Martin hat sich Whisky gekauft. Ja. Wir lassen jetzt hier einen kurzen Moment für Berufe. Ja, falls ihr... Ich habe nämlich beschlossen, dass das neue Jahr ein guter Grund ist, mit dem Trinken zu fangen. nein, das ist sicher... Ich bin ja so auf meiner kleinen Genussreise. Ja. Mit Kaffee und Zigarren und so. Whisky ist eigentlich Teil der heiligen Dreifaltigkeit von Kaffee, Zigarren und Whisky. Nein, auf jeden Fall möchte ich mich mit dem Thema gerne auseinandersetzen. Jetzt nicht so, um da täglich zu trinken, sondern um das Genussmittel zu wertschätzen und, ja, und das ganze Shishi. So. Ja. Und deswegen habe ich jetzt nach einiger Recherche 2 Whiskys bestellt. Drängen, ja, aber... Nein, weil... Ich hatte dazu als ganz losen Gedanken im Hinterkopf und habe Steffi da nie von erzählt. Und vor einer Woche oder so, oder vor 1,5 Wochen, ja, sitzen wir zusammen und Steffi so quasi aus dem Nichts so, eigentlich müsstest du dich auch mit Whisky beschäftigen, hätte ich auch mal Lust drauf. und ich so, ja wie? Und dann, ja. Ja, und Martin, ich muss sagen, dass Martin das jetzt bestellt hat, ist ein bisschen auf meinen... Mist gewachsen, weil Martin wollte ja eigentlich, stringent wie er ist, kein Alkohol, nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, dass man auch wenn man gesund lebt, man darf sich halt irgendwie auch nicht alles verbieten. Und das ist ja was du jetzt nicht täglich trinkst, sondern das ist ja was du ab und zu und dann wird es gewertschätzt. Das ist für mich was anderes, als wenn es ein Nahrungsmittel ist. Richtig, deswegen werde ich zum Beispiel auch weiterhin, ich werde auch, glaube ich, wieder hin und wieder mal einen Gin trinken, aber wovon ich halt zum Beispiel fernbleiben werde, ist Bier. Das werde ich auf keinen Fall trinken, weil das etwas ist, was man viel zu leicht daneben her trinkt. Ja, genau. Das ist was du zum Essen trinkst. Das ist nicht was, wo du dich hinsetzt und denkst... Also kannst du auch, aber die Tendenz ist halt... Die Tendenz ist, dass man das trinkt, wenn alle zusammen sind oder nach dem Feierabend oder... Und dann ist es halt sehr schnell, wie die bei den Simpsons schon immer so schön singen, Beer is liquid bread, it's good for you. Also... Ja. Und... Das möchte ich halt nicht und deswegen wird... Und das wird halt wirklich dein Whisky zu ausgewählten Momenten oder Gin Tonic. Und dann einfach so als kleiner Genussmoment. Und dann braucht man halt auch echt nur so eine Pfütze. Ja. Die dann natürlich auch irgendwo ihre Kalorien in sich hat. Aber es ist halt nur so eine Pfütze. Ja, aber guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel vorgestern habe ich ja eine Tüte Lakritz gekauft. Ich habe dafür keinen Mittag gegessen. Nicht, dass es das irgendwie auswiegelt, aber... Nein, so zum wegen dem Thema, weil wir drüber gesprochen hatten, mit dem Hungergefühl. Ich hatte dann auch einfach keinen Hunger bis zum Abendbrot. Ja. Früher habe ich Lakritz halt oft so gekauft, weil, keine Ahnung, so
mir schlecht ging oder ich dachte, ich muss feiern oder irgendwie so. Und mittlerweile, das mache ich nicht mehr, aber ich, wenn ich da richtig Lust drauf habe, gönne ich mir das. Also wenn ich so denke, so, boah, jetzt habe ich wirklich Lust und das ist nicht nur so ein, oh, mir geht's schlecht oder ich könnte ja mal wieder, sondern so ein, boah, ich habe jetzt richtig Bock auf Lakritze, dann erlaube ich mir das auch. Und ich glaube, das ist halt auch nicht verkehrt dann. Und dann ist das halt mit dem Whisky genauso. Ja, richtig. Das ist halt dann eine bewusste Entscheidung. Genau. Um das wertzuschätzen. Genau. So, langer Rede, kurzer Sinn. Ja, wir sind beim Unboxing. Ich habe zwei Bourbons bestellt. Und zwar der erste, das müsste sein der Evan Williams Bottled in Bourbon 100 Kentucky. Ja, Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Ist ein 100 Proof Whiskey. Für alle, die es nicht, 2 Proof sind 1% Alkohol. Das heißt, es ist 50%iger Alkohol. Hat schon ein bisschen Bums, aber ist noch lange nicht am Ende des Bums angekommen. Also, die Ur-Bums-Skala. Ich habe spontan das Bedürfnis, The Kingsman zu gucken. Also, Kingsman zu gucken. Ja, aber ich glaube, da würde man wahrscheinlich Scotch trinken. Ja, ja. Das ist ja, ja. Das jetzt American Bourbon. Aber ja. Bourbon ist ja auch sehr gut. Die Judi Dench M von James Bond trinkt Bourbon. Hm. Also, von daher... Ist ja ein guter Grund. Ja, ist ja ein guter Grund, im Saufen anzufangen. Ja. Aber was ist denn dann der Unterschied zwischen Scotch und Whisky? Weil es gibt auch den schottischen Whisky, der wird ja ohne E geschrieben. Der irische ist mit E und der schottische ist ohne E. Ja. Was ist dann da der Unterschied? Ist es nur ein anderer Name oder? Also ich bin ja noch ganz am Anfang, mich damit auseinanderzusetzen und werde garantiert etwas Falsches sagen. Aber ich weiß, ich glaube, Scotch ist tatsächlich halt einfach die Herkunftsbezeichnung für schottischen Whisky. Ah, okay. Und dann gibt es aber noch... Unterbezeichnungen, die dann ausdrücken, dass, also Bourbon hat zum Beispiel, wird hauptsächlich aus Mais gemacht. Okay. Und dann gibt es halt noch Gerste, ich glaube Scotch wird auch hauptsächlich aus Gerste gemacht und dann gibt es noch Rye Whisky, also aus Rum. Ja, weil ich habe auch wenig Maisfelder in Schottland gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, und das wird halt eher aus, ich glaube sogar zu 100, ich glaube Single Malt ist zu 100% aus Gerste. Ich bin, wie gesagt, noch, das ist wirklich, das ist ja auch eigentlich das, was ich daran liebe. Ja, das ist ja auch das, was ich an Kaffee mag und an Zigarren. Dass du so ein komplettes Feld hast von Wissen, das du dir aneignen kannst. Aber ich glaube, was mir daran so viel Spaß macht, ist, dass es quasi direkt einen praktischen Bezug hat. Nämlich, ne, das ist jetzt nicht so, ich lese mir nicht Quantenphysik durch und denke mir, gut zu wissen. Sondern das hat halt dann direkt die Auswirkung darauf, okay, was trinkst du und so. Das das macht Sinn. Ja. Also Evan Williams, Bottled and Bond, was auch irgendeine Bedeutung hat, die ich noch nicht kenne. Bottled and was? Bottled in Bond. Bottled in Bond. Also wahrscheinlich abgefüllt in... Von Palmo und Siffel. Ja. Und dann haben wir noch... Oh Gott. Oh. Das ist der Knob Creek Small Batch 9 Years Old Bourbon. Das klingt wie das Cotton Creek Cookout Barbecue Saloon aus. Cottonwood Creek Cowboy Cookout Barbecue Saloon. Ja, ist auch ein 100 Proof Bourbon. Auch Kentucky. Was ist dann der Unterschied zwischen den beiden? Der Geschmack. Ja, aber woraus ergibt der sich? Also ich habe jetzt tatsächlich die Woche damit verbracht zu recherchieren und so und bin tatsächlich dann und habe mir quasi dann so von verschiedenen Whisky- und Bourbon-Kanälen auf YouTube halt so Top-5-Listen angeguckt, der Affordable Whiskys und Bourbons. Und bin tatsächlich bei den beiden übereinstimmend dahin gekommen, dass die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und immer so auf den eher oberen Plätzen waren. Mhm. Weil diese Whiskys zusammen haben jetzt unter 50 Euro gekostet. Mhm. Was für Whisky erstaunlich günstig ist. So, die Kamera ist gerade ausgegangen und ich habe jetzt den Modus geändert. Das heißt, das Bild ist anders, alles ist anders. Aber wir leben damit und freuen uns, denn wir haben Knob Creek. man muss ja auch dazu sagen, ich habe jetzt bewusst zwei Whiskys bestellt, da ich keine Ahnung habe, ob es mir schmeckt, aber ich möchte jetzt auch nicht den Fehler machen, so einen Whisky zu probieren und zu sagen, das schmeckt dir überhaupt nicht und dann zu sagen, alles klar, ich mag keinen Whisky. Das... Nee. Deswegen habe ich jetzt zwei Bourbons bestellt, wahrscheinlich hätte ich auch noch einen Scotch bestellen sollen. Ich habe dann jetzt auch nochmal mit Danny geredet, da der auch ein bisschen ein kleiner Whisky-Hat ist. Und ich kann meinen Arbeitskollegen auch fragen, der mag auch, steht auch total auf Whisky. Yes, please.
Und der hat mir auch noch auf jeden Fall 2 Single Malts empfohlen und auch tatsächlich einen Rum. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Hier ist ein Fun Fact, dass Flensburg eine totale Rumgeschichte hat. Weil die, damals war das ja so ein Hafen. Ich habe ja da, als ich war zum 40. Geburtstag einer Bekannten da und da haben wir eine Rumverköstigung gemacht und auch ganz viel über die Geschichte des Rumhandelns. Rumhandels erfahren und dass Flensburg da echt ganz mit vorne dabei war. Krass, wusste ich nicht. Also sehr, sehr interessant war das. Wieder was gelernt. Ja. Ja. Steffi, Whisky. Was ist denn der Unterschied? Die andere? Was ist denn der Unterschied zwischen Bourbon und Brandy? Brandy ist Branntwein? Nein, Branntwein ist noch was anderes, oder? Ich glaube schon. Ja. Ich bin kein Experte, was so unterschiedliche Spirituosen wirklich angeht. Ich möchte ja einer werden. Nein, aber ich möchte ja zumindest wissen, wovon ich dann bei Whisky rede. Falls er mir schmeckt, wenn ich jetzt nach den beiden feststelle, ist alles kacke. Dann musst du halt weiterprobieren, ja, Martin, bis du einen findest. Man muss immer trinken, wenn man keinen Durst hat. Ich trinke ja zum Beispiel sehr gerne Baileys. Nee, dann vielleicht würde ich dann tatsächlich nochmal irgendwie einen Scotch oder zwei ausprobieren, aber dann irgendwann würde ich halt auch sagen, okay, es ist wahrscheinlich nichts für mich, ich muss es ja nicht erzwingen, aber mich... Dann sehen sie immer noch schön im Regal aus. Ja. Das ist aber ähnlich wie mit Zigarren. Das hat halt auch einen gewissen dekorativen... Ja, Ort. Total. Total. Ja, dann können wir... Genau. Machen wir hier mal Produkt... So. Warte mal. Wir machen das mal, wie sich das in so einem Hall gehört, dass man das besser sehen kann. Sehe ich schon, Steffi kennt sich aus. Ja. Was meinst du, wie viel... Ich habe jetzt nicht Whisky Halls per se, aber... Ja, ich war voll darauf vorbereitet, dass du die Kamera wieder auf mich drehst. Ja, dann kannst du jetzt Tschüss sagen. Tschüss. Freunde, vorbei mit dem Spaß, es wird gespielt. Was spielen wir, Steffi? Trivial Pursuit. Trivial Pursuit, the Star Wars Edition. Star Wars Edition. Habe ich bisher genau einmal gespielt. Ich besitze dieses Spiel, ich glaube, seit 5 Jahren. 2 bis 4 Spieler, Steffi, wir haben Glück. Ja, das ist wirklich. Ja, wir haben gerade natürlich dann die Muppets Weihnachtsgeschichte geguckt. Wir haben jetzt auch unsere Filmauswahl für die nächsten Tage organisiert. Jawohl. Wie sieht's aus, Steffi? Was machen wir? Was wir heute gucken und so? Ja, was wir heute gucken, was wir morgen gucken. Heute gucken wir Der kleine Lord noch und morgen gucken wir Kevin allein zu Hause und tatsächlich Liebe und eventuell wollten wir noch Hawkeye reingucken, je nachdem. Wobei, ich hatte ja jetzt vorgeschlagen, dass wir uns auch nochmal spielerisch betätigen und so, deswegen weiß ich nicht, ob wir Hawkeye noch da reinkriegen. Ach, das kriegen wir schon hin. Und ich glaube, am 26. wo wir mit The Beginning gucken. Ja, Rurouni Kenshin. The Prequel. Das wird spannend. Und jetzt werden wir aber Trivial Pursuiten. Wünscht uns Glück. So, Weihnachten. Autschen. Ja, das ist korrekt, Steffi. Es gibt einen kleinen Vlog-Nachtrag. Steffi wollte unbedingt mit der Mütze vloggen. Ich habe gesagt, ich möchte die Mütze gerne mal aufsetzen und Martin so, hey, vlog mit der Mütze. Ja, vlog mit der Mütze. Sei, ich, yeah, sei Weihnachten. Ja, sei Weihnachten und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hast du vielleicht besondere Weihnachtsgrüße, die du in die Welt senden willst? An Jana, falls sie das guckt. Ha, das ist gut. Ja, von mir auch. Genau, und so rum muss ich winken. Und an alle Menschen. An alle Menschen da draußen. Nein, an deine Kölner Bekanntschaft. Ah, ja. An Bastian. Ja. Huhu, Bastian. Wow, so, gut. Das ist, nun, ich würde sagen, cool auf coole Sachen. Wie findest du die Mütze? Ich finde die sehr bequem tatsächlich. Die sind sehr kuschelig, ne? Hm. Die hat 8 Euro gekostet bei Amazon. Beim großen A. Mhm. Gut, Steffi, wir müssen jetzt Trivial Pursuit und ich muss nochmal herausfinden, wie das Spiel funktioniert. Okay. Cool. Einen absolut wunderschönen guten Morgen zu diesem Samstag, dem 25.12.2021. Es ist Weihnachten. Es ist der erste Weihnachtsfeiertag. Wir haben schon 11 Uhr, ich werde jetzt gleich frühstücken. Es hat draußen ein kleines bisschen geschneit. Wir haben also rein technisch gesehen weiße Weihnachten, auch wenn das echt ein ziemlich müder Schnee ist, der da liegt. Aber egal, wir nehmen, was wir kriegen. Ich habe gerade schon den Vlog von Heiligabend geschnitten, der exportiert gerade.
Das habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht und habe auch ziemlich gut gepennt, muss ich auch mal sagen. Was steht für mich jetzt an? Ich mache mir jetzt eben Frühstück, werde danach anfangen zu kochen, werde, wenn der Braten im Ofen ist, ich mache ja Braten, werde ich duschen und fertig machen und so, und ich werde nämlich heute einen Anzug tragen. Mein Anzug, der mir mittlerweile wieder ein gutes Stück zu groß geworden ist, aber den ich trotzdem tragen werde. Was soll ich machen? Ich möchte ein bisschen schicker sein und das ist der Anzug, den ich im Moment noch habe. Er ist mir dann doch ein gutes Stück zu groß geworden. Ich muss auch noch überlegen, wie ich es schaffe. Ich möchte morgen einen Jahresrückblick veröffentlichen, den ich noch drehen muss. Und ich muss gerade überlegen, wann ich das wie schaffe. Ich muss das morgen früh machen, muss den morgen früh drehen und schneiden. Das wird spannend, da ich morgen den Tag über bei Steffi bin und morgen Abend ist Livestream. Da kann ich halt auch nicht machen. Nun, es wird funktionieren. Ich sehe jetzt aber erstmal zu, dass ich ins Frühstücken komme, der Vlog exportiert, den kann ich dann gleich hochladen. Der ist eine halbe Stunde lang von gestern, meine Güte. Ja, so, Leute, wir sehen uns ein bisschen später. Ihr kommt gut in diesen ersten Weihnachtsfeiertag, ich komme gut in diesen ersten Weihnachtsfeiertag. Ich komme jetzt mit dem Frühstück rein und wir sehen uns gleich. Gefrühstückt habe ich, der Braten brät, also er brät an, ich zeige euch das mal. Das sieht doch schon mal gut aus. Der muss jetzt von allen Seiten anbraten, dann kommen Zwiebeln dazu, die werden noch kurz ein bisschen mit angebraten. Dann wird der mit Wasser angegossen und dann wandert der, ja, nicht ganz 2 Stunden in den Ofen, dass der einfach butterweich wird. Ja, und in der Zeit, wo der im Ofen ist, kann ich dann auch duschen und mich fertig machen und so, kann Tisch decken, kann alles vorbereiten. Verzeihung. Den jetzt heute am ersten Weihnachtsfeiertag, wir machen uns schick, da wird auch das gute Geschirr rausgeholt, der Tisch wird nicht gedeckt und so. Das werde ich dann alles vorbereiten. Und hier ist Weihnachtsbaum. So sieht's aus, Freunde. Ja, ich bin dann hier weiter im Modus und würde sagen, wir sehen uns einfach ein bisschen später wieder. Ja. Wie ihr seht, ich bin schick. Es fehlt nur noch das Sakko, das liegt da. Die Hose ist ein bisschen groß, das Hemd ist ein bisschen groß, es ist alles ein bisschen groß. Ich hätte fast die Kamera fallen lassen. Steffi ist in weniger als einer halben Stunde hier. Der Tisch ist schon soweit vorgedeckt. Ich muss jetzt tatsächlich zusehen, dass ich das Essen fertig kriege und auf den Tisch kriege, damit das auch alles fertig ist. Wenn Steffi da ist, das heißt, wir werden uns erst sehen. Vermutlich nachdem Steffi und ich gegessen haben. Ja. Aber dann ist Steffi nochmal da. Yay! Und hier oben ist mein Whisky. Ja. So, Freunde, ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich es schaffe, zu kochen, ohne mich dabei komplett einzusauen, weil das wäre sehr schade. Steffi! Hi! Hi, du bist da! Ich bin hier, Martin. Geht's cool, wir haben gegessen, haben wir. Haben wir. Martin hat sehr lecker gekocht. Und jetzt gerade, also Steffi kriegt hier, also ich kriege davon 2 Plätzchen. Weil Weihnachten ist. Und Steffi kriegt den Rest, weil Weihnachten ist. Ja, also nicht, sie muss nicht, aber sie kann, wenn sie möchte. Ja. Ich habe gestern die erste Lage auch nicht komplett gegessen. Möchten wir bitte? Nee, das ist richtig. Und ich erlaube mir 2 Plätzchen davon und das war dann meine große Weihnachtsausnahme. Martin ist übrigens heute sehr schick an Weihnachten, muss ja, man sagen. Ja, ich habe schon so ein bisschen, so ich dachte, ich muss ja noch, also das Sakko ist mittlerweile viel zu groß schon wieder, ja. Die Hose geht, das Hemd ist auch, aber komm, ich muss es ja noch so ein bisschen auftragen, solange ich noch kann. Ja, das stimmt. Und jetzt gerade gucken wir der kleine Lord. Also wir haben es gerade auf Pause gemacht, weil wir kurz ein Käffchen machen wollten, damit dann auch so Käffchen und Gebäck. Ja. Ich verbrauche auch einfach. Ja, und wir gucken jetzt gerade der kleine Lord. Ja. Ja. Steffi ist heute auf Pause geschickt, muss man auch mal sagen. Da so ein bisschen ich so. Das, soll ich das durchmachen? Ja, steh mal auf. So ein bisschen so Vintage-Style. Ja, mein Lieblingsstil. Ja. Stell dich mal vor dir, weil dann ist sie nicht mit Fenster und so, dann ist es genau. So ist gut, so, sehr schön. Ja, so mit, ja, ich habe keine Ahnung, wie das alles heißt. Also, okay, Hose. Hose. Bluse. Strickjacke. Und Hosenträger. Weil ich finde, Hosenträger sollten ein Comeback machen. Ja, das ist, ja. Ja, auf jeden Fall steht für heute auch sehr schick. Wir haben uns nämlich heute vorgenommen, ein bisschen schicker zu machen. Genau, ich bin komplett in nicht. Ich bin komplett online ausgestattet, sagen wir mal so. Ah, verstehe, ja. Das ist alles aus irgendwelchen Marken und aus irgendwelchen Ländern ist. Ja. Es ist, nun, das und mein BTS-Mütze hatte ich auch.
Ja, mal, komplettier doch mal das, soll ich mal? Das Ensemble. Muss ich mein Haar aufmachen, soll ich? Ja. Wenn es jetzt doof aussieht, muss es rausschneiden. Nein, das ist ganz putzig. Ja. Sehr schön. Cool. Ja, sind wir heute beide schick. Ja. Und jetzt gibt's Plätzchen und Kaffee. Yes. Hallo. Nein, ich bin nicht unter die Mafiosi gegangen. Ich hatte einfach nur Lust auf einen stilvollen Spaziergang. Nachdem ich heute schon sehr stilvoll gekleidet war, dachte ich, meinen Abendspaziergang, den kann ich nicht rumschlurfen. Und Mantel, Hut, das ist klassisch. Das ist toll, das ist leider ein bisschen ausgestorben, die Sache mit dem Hut, aber ich find's großartig und mit der Zigarre dazu hat es wirklich was von 30er Jahre Mafiosi aus Chicago. Steffi ist gerade nach Hause gefahren, wir haben jetzt so 7:30 ungefähr. Sie ist so um 6:45 ist sie nach Hause gefahren. Wir haben dann einfach noch ein paar YouTube-Videos geguckt, haben gechillt. Haben natürlich der kleine Lord zu Ende geguckt, wie wir es jedes Jahr tun. Morgen Mittag fahre ich zu ihr und werde dann den Mittag und Nachmittag bei ihr verbringen, bevor es dann abends nach Hause geht und ich den Livestream anschmeißen werde. Ja, das ist zumindest der Plan. Ich werde jetzt aber zusehen, nach Hause zu kommen, denn mir frieren natürlich mal wieder die Hände ab. Ich muss mir dringend Handschuhe besorgen. Ja, aber schön ist es. Und ich komme mir sehr schnieke vor, wenn ich ehrlich bin. Ich komme mir sehr geil vor. Kann man auch mal so sagen, oder? Ja. Naja, Freunde, ich packe jetzt die Kamera weg und werde wieder abwechselnd eine Hand in die Manteltasche stecken und mit der anderen an jeweils die Zigarre halten, bis es bei der Hand wieder zu kalt wird und ich ihn dann wieder in die Manteltasche stecke. So. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zu diesem Sonntag. Ist es Sonntag, den zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir haben den 26.12.2021. Es steht ein vollgepackter Tag an. Heute Abend ist Livestream angesagt. Ich fahre heute Mittag zu Steffi. Bevor das alles stattfinden kann, wird ein Video gedreht, das heute natürlich auch veröffentlicht werden muss. Das heißt, ich muss es jetzt gleich zügig schneiden. Wir haben 10:45. Ich muss es jetzt recht zügig drehen. Es wird sich aber recht leicht von der Hand drehen, dadurch, dass ich heute meinen Jahresrückblick für euch mache. Und über die zurückliegenden 12 Monate rede. Passend dazu habe ich jetzt über Weihnachten noch ein 0,5 Kilo abgenommen. Ich glaube, ich bin wieder der Einzige an Weihnachten, der es geschafft hat, abzunehmen. Ja, das ist irrwitzig. Ja, ich muss jetzt aber tatsächlich zusehen, dass ich das Video in den Start kriege, da ich nicht besonders viel Zeit habe, das zu schneiden und auch noch die ein oder andere Stream-Vorbereitung treffen möchte. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr kommt gut in diesen zweiten Weihnachtsfeiertag. Falls ihr die letzten Tage Stress hattet mit Friends and Family, hoffe ich, dass es heute bei euch ein bisschen entspannter ist. Falls es bei euch schon entspannt war, hoffe ich, dass ihr nochmal genauso einen entspannten und schönen Tag habt. Kommt gut rein, kommt gut in diesen Tag. Ich fange jetzt an, Video zu drehen. So, Freunde, 15 Minuten sinnloses Rumgebabbel, erfolgreich abgenommen. Das Video, aufgenommen, nicht abgenommen. Abgenommen habe ich auch, aber an Gewicht. Hier, das Audio-File exportiert. Ich werde jetzt zusehen, dass ich eben schnell frühstücke und dann das Video fertig mache und dann zu Steffi fahre. Es ist doch alles wunderbar. Es ist doch alles ein einziger Traum hier, Freunde. Ach. So, Kamera aus. Und eben zusehen, dass ich die Sachen schon mal auf den Rechner ziehe und so weit vorbereite, dass ich dann gleich nach dem Frühstück direkt losschnibbeln kann. Ach ja, ein bisschen Stress, aber es ist guter Stress. Von daher alles easy peasy. Okay, wir haben 10:45. Ich habe es noch nicht geschafft zu frühstücken, aber dafür ist das Video schon geschnitten und fertig. Es lädt gerade hoch und muss noch verarbeitet werden von YouTube. Diese Zeit werde ich nutzen und werde jetzt in der Tat Frühstück machen, werde was essen und werde danach versuchen, noch ein paar Sachen für den Stream vorzubereiten. Ich habe noch ungefähr eine Stunde Zeit, bevor ich zu Steffi fahre. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Jetzt aber erstmal Frühstück machen. So, meine Lieben, das Video ist tatsächlich schon hochgeladen, verarbeitet alles. Es ist tatsächlich am zweiten Weihnachtsfeiertag, laden wohl nicht so viele Leute Videos hoch. Ich hatte die Server für mich. Video war ruckzuck verarbeitet, auch in HD. Ja, von daher viel Spaß damit. Ich werde jetzt die Reste von unserem Essen, die wir noch haben, einpacken und mache mich dann auf den Weg zu Steffi. Wir sehen uns dann gleich bei Steffi, vermutlich.
Und ich habe jetzt auch noch ein, zwei Sachen für den Stream vorbereitet. Bin nicht ganz so weit gekommen, wie ich wollte, aber es wird trotzdem ein schöner Stream. Und würde sagen, wir sehen uns dann entsprechend gleich. Ich sehe jetzt erstmal zu, dass ich mich auf den Weg mache, ne? Ja. Moment, Freunde, ich habe was vergessen. Hier, Steffi hat Kaffee gemacht. Mit dem Kaffee, den ich zu Weihnachten von meiner Bekannten oder Freundin Silke bekommen habe. Und ist gut. Der ist lecker. Ja, ist gut. Hat eine schöne schokoladige Note. Leichte Bitternote im Abgang. Ja, in der Kür. Ich wollte jetzt im Untergrund sagen, aber im Hintergrund. Nicht im Untergrund. Es ist kein Rebellenkaffee. Es könnte einer sein, Martin, weißt du nicht? Ja, das ist richtig. Man weiß es nicht. Steffi, ich bin bei dir. Das ist ja, und du bist auch da. Wow. Ja, es ist Christmas. Und wir haben gegessen. Es gab Reste. Ja. Und cool. Cool, ja. Ja. Und wir haben die neue Design meines. Das ist ja kein Wohnzimmer. Meines Wohnraumes. Es ist zum Teil Wohnzimmer und zum Teil Küche. Ja. Eine Wohnküche. Eine Wohnküche. Meiner Wohnküche geplant. Und wir werden eine räumliche Erweiterung machen. Da kommen auf jeden Fall Fenster rein. Ich meine, das ist blöd, weil da ist ein anderer Raum nebenan, aber das ist egal, da kommt trotzdem Fenster rein. Da würde ich sagen, machen wir die Decke höher. Ja. Oder? Ich wollte so eine Kathedralendecke machen, weißt du? Ja, so auf jeden Fall. So eine, wie nennt sich das? Das hat doch so eine Kuppeldecke, Kuppeldach. Kuppeldach, wollte ich machen. Kommt auf die Form an. Ja, Kuppel. Das ist ein Kuppeldach, ne? Ja. Ja. Ja, das wollte ich also da nach oben erweitern. Und ein Türmchen, vergiss das Türmchen. Ja, das Türmchen, das kommt aber dann nochmal auf die Kuppel extra. Also es wird quasi sehr extravagant. Und wir wollten alles in Helltürkis streichen mit gelben Tupfen. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz... Weil ich so auf Minimalismus stehe. Ja, Steffi mag halt so einen clean Look. Total clean, deswegen. Und da Türkis mit gelben Punkten. Ja, Tupfen, nicht Punkten. Oh, Entschuldigung. Tupfen. Tupfen. Und ich meine, ich lebe ja auch total minimalistisch. Was machen wir jetzt eigentlich noch? Wir machen noch ein bisschen Chili Vanilli, ne? Ja, wollten eigentlich einen Film gucken, aber dafür sind wir beide, glaube ich. Wir haben heute Mittag, einmal bevor ich hingefahren bin, haben wir kurz einmal telefoniert und wir haben beide festgestellt, dass wir eigentlich immer noch gefühlt ein bisschen vollgefressen sind. Ja. Und wobei, ich habe es geschafft, ein halbes Kilo über Weihnachten abzunehmen. Ich weiß nicht, wie. Ich habe das ja auch geschafft, über den letzten Lockdown abzunehmen. Ich kam zurück zum Training und alle anderen, oh, ich habe so zugenommen. Und ich stand da und dachte, nun, ja, das ist, naja, aber auf jeden Fall, wir waren halt beide, weil jetzt so zwei Tage Weihnachten feiern ist dann auch genug, haben wir eigentlich gemerkt. Auch so genug an Familie. Ich wollte gerade sagen, wir haben uns jetzt auch oft genug gesehen. Ja, morgen sehen wir uns schon wieder. Ja, morgen sehen wir uns schon wieder. Das ist richtig. Aber, und deswegen machen wir es heute dann doch ein bisschen entspannter. Ein bisschen reduzierter. Jawohl. Man nennt es ja auch eine Reduktion des Gewinns. Das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Vielleicht kannst du da mal ein paar kluge Worte zu sagen, Steffi. So. Reduktion des Gewinns ist halt, wenn man weniger Gewinn hat. Nee, anders. Also ich meinte ja, dass eine Reduktion ist ja aber auch stärker. Also das ist ja, wenn du eine Reduktion kochst in der... Ach so, meinst du das? Also ein Konzentrat quasi. Ach so. So, weniger, ja. Aber dafür mit mehr BAM. Ja, das ist, wenn du dann weniger Geld sinnvoller ausgibst vielleicht. Ich weiß das nicht. Oder vielleicht, wenn du... Ich hab keine Ahnung. Ich werde das mal googeln. Ich habe Geisteswissenschaften studiert. Martin, frag mich doch sowas nicht. Das ist, ich werde das übernächste Woche im Vlog erzählen. Weil da vlogge ich ja nicht mehr. Steffi, wie fühlt sich das denn an, jetzt hier zum Abschluss der vorletzten Vlogwoche zu sein? I don't want to put you on the spot, but... Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen würden. Was? Aber jetzt sind wir hier. Es war hart. Martin, es war hart. Ja, ich habe noch 5 Tage vor mir, ne? Ach so. Warum fragst du mich das schon jetzt? Ja, aber ich frage dich, wie ist es in der vorletzten Woche? Ja, es war hart. Ach so, war schon hart. War schon hart. Und dann wird es ja nächste Woche noch härter gewesen sein.
Ja, also hierher zu kommen, zu diesem Punkt. Ja. Ah, ja. Verstehst du? Ja. Ich habe noch 5 Tage vor mir, also das wird nochmal. Ja, das wird nochmal hart. Also hart. Mhm. Merkt man, dass wir beide vielleicht ein bisschen durch sind? Nee, ne? Ich nehme einen Schluck Kaffee und denke darüber nach. Kleinen Moment. Ich bin zu keinem Entschluss gekommen. Steffi hat gerade in ihre Tasse gelacht, glaube ich. Mm-mm. Nö, wird sie nie tun. Steffi, was hast du denn? Ich habe ja schon ein paar Mal hier über Yankee Candles geredet, ne? Ja. Ich sehe gerade, was hast du denn da für die Yankee Candles stehen? Die nennt sich Warm and Cozy. Und die gibt es, tatsächlich finde ich die online immer nur noch bei Kaufland. Oder bei Rewe? Überall sonst gibt es sie nicht. Und ich liebe die. Die riecht nämlich in erster Linie nach, ja, so Zimt und Weihnachten halt. Hm. Ja. Habe ich die schon mal gerochen? Ja, ne? Ja, die hatte ich schon ganz oft an. Normalerweise steht die da hinten, aber die hatte ich ja jetzt mit dem Adventskalender und so. Adventskalender. Da kommt die aber wieder. Stimmt, damit bist du jetzt auch durch mit dem Adventskalender. Ich habe ja meinen Tee-Adventskalender, ich habe richtig hart gefailt, ne? Ich habe, glaube ich, die ersten 4 Türchen aufgemacht, dann war ein Tee drin mit Kürbis und ich hasse Kürbis. Also muss ich den überspringen, aber ich kann Adventskalender ja kein Türchen überspringen. Also das ist das einfach komplett in sich zusammengebrochen. Das ist. Hättest du einfach wegwerfen können. Nein! Das geht nicht! Man muss das doch. Weißt du, das ist dieses ganze System. Adventskalender ist nichts für mich. Also, das ist auch. Außer man würde da vielleicht Legosteine rein tun oder so. Klemmbausteine. Ja. Noppensteine. Noppensteine. Bei mir könntest du in jedes Türchen. Boah, ich wäre da echt einfach. Könntest du in jedes Türchen BTS-Kram reintun oder was zum Malen oder ein Buch. Oder Kaffee oder Kaffee. Tee. Ja. Ja, ich würde Kürbistee würde ich. Ja, nee, Kürbis ist ekelhaft. Alle stehen ja auch so, oh, jetzt ist hier Pumpkin Spice Latte und so. Und ich immer. So, wer macht sowas? Nein, geh mir weg mit deinem Kürbis. Das braucht kein Mensch braucht Kürbis. So, mein Manifest gegen den Kürbis. Nimm vor, Mann. Ich merke schon. Es ist heute, ich bin auch ein bisschen müde, merke ich gerade. Nee, Martin, nein. Bin aber gestern noch eine große Runde spazieren gegangen und sah aus wie Mafiosi. Ja. Oder ein CIA-Agent. Ja. Wobei mir mittlerweile dieser Mantel viel zu groß ist. Martin, mein Mama, da musst du dir einen neuen kaufen. Ich brauche einen neuen Mantel. Also, ist jetzt auch nicht so, dass ich viel Mantel getragen hätte, aber vielleicht. Du brauchst so einen Kutschermantel. Ja. Dann sehe ich aus wie Scrooge von der Dickens Weihnachtsgeschichte. Ja. Dann brauche ich aber einen Gehstock. Was sagen Sie? So, Martin, dass du einen Gehstock brauchst, haben wir doch ja, das haben festgestellt. Wir, ja, aber auch wenn ich dann so mit Turnschuhen rumlaufe, aber Gehstock. Ja, ich meine, Martin, das nennt sich. Stil. Stil. Das nennt sich ein Trend setzen. Genau. So wie ich eigenhändig Hosenträger wieder zurückbringen will. Und Knickerbocker. Ja. Kniebundhosen. Das sind also Knickerbocker. Ja, aber ich habe mich da nie mit auseinandergesetzt. Es gibt so Begriffe, die nimmt man so an. Und dann ist das so. Mhm. Ne? Ich habe ja auch schon welche gefunden, die ich gerne hätte, aber kosten 150 Euro und ich müsste mich trauen, die zu tragen halt. Du hast auch einen irischen Whisky gefunden. Ja, zwei sogar. Steffi möchte nämlich auch Whisky probieren. Boah, ich bin echt müde. Ja. Danke, ich finde es auch gut, dass ich das ausbaden musste. Du bist aber auch müde und ich muss das ausbaden. Nein, ich meine, weil du die Kamera immer in mein Gesicht hältst. Ach so, ja, ich möchte, dass du partizipierst. Also, nicht, dass du. Also, ich möchte, du bist ja ein Teil des Geschehens. Ach so. Verstehst du? Kenn ich das. Ja. Oder? Doch, doch. Ja. Okay, vielleicht mache ich jetzt aber die Vlog-Kamera aus. Werd ihr wieder verarscht, Freunde, ja, ehrlich. Wer sitzt denn gleich zu Hause und weint? Ja. Ach so, Steffi. Nee, wobei, ich feiere noch gar nicht. Eben, sag tschüss, Martin. Tschüss, Martin. Ich bin wieder zu Hause und ich habe tatsächlich noch ein bisschen Vorbereitung geschafft gekriegt. Wir werden einen kleinen Baum im Stream haben, das ist doch schön. Ich hatte noch einen kleinen künstlichen Baum im Keller. Hab gerade die Lichterkette, die ist normalerweise hinter meinem Fernseher im Wohnzimmer, die habe ich jetzt gerade dann rausgerupft.
Und dann werde ich da gleich in einem Stuhl sitzen und neben mir im Baum. Das wird hoffentlich ganz schmuck aussehen. Das muss ich dann noch kontrollieren, wie es in der Kamera aussieht. Aber dadurch, dass ich ja mein Handy als Webcam benutzen werde, möchte ich da jetzt ungern schon rummodeln, sondern das werde ich gleich machen. Wir haben 16:45. Das heißt, ich werde dann ungefähr eine Viertelstunde zu Abend essen und werde mich dann langsam aber sicher auf den Stream vorbereiten. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, es werden ein paar von euch auftauchen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Würde mich freuen. Und wenn nicht, dann heißt es offensichtlich, dass alle zu Weihnachten versorgt sind. Und das ist auch schön. Aber schauen wir mal. Ich werde jetzt die Gelegenheit nutzen und werde nochmal ein bisschen chillen und entspannen und dann gleich streamen. Ich muss hier mal kurz die Musik ausmachen. Das ist copyright-freie Weihnachtsmusik. So wird es gleich aussehen im Stream. Ich mit der Weihnachtsmütze, beziehungsweise da kommen noch Kopfhörer drüber, aber gut. Und dem kleinen Weihnachtsbäumchen und ein bisschen Weihnachtsstimmung. Ich habe mir hier auch eine Yankee Candle angemacht und irgendwie. Es sieht jetzt hier natürlich etwas chaotisch aus. Da ist mein Handy, das als Webcam fungiert, so rum ist richtig. Und ich bin wie immer sehr gespannt darauf, ob tatsächlich irgendjemand auftauchen wird für den Stream. Wir werden es sehen, Freunde. Wir werden es sehen. Und natürlich setzt wie vor jedem Stream die Aufregung ein. Natürlich. Ich meine, es sind schon 2-3 Leute im Chat, so ist das nicht. Aber gut, trotzdem davon aufgeregt sein. Immerhin jetzt auch hier mit Weihnachtsmütze, Stil echt. Soll ja auch alles schön weihnachtlich sein. Das ist so ein Riesenbaum, Freunde. So, ich muss jetzt noch ein bisschen mich beruhigen und runterkommen und dann gleich den Stream starten. So, meine Lieben, ich bin gerade dabei, hier zu streamen. So, da seht ihr mich, euch. Ich versuche das gerade so, oh Gott, ja, ich filme mich gerade, wie ich mich filme und bin mega verwirrt. Aber sehr cool, es sind echt ein paar Leute aufgetaucht, einige Leute sogar. Ich freue mich über jeden, der im Stream dabei war und beziehungsweise jetzt noch dabei ist. Er neigt sich ja so langsam ein bisschen organisch dem Ende und würde sagen, ich streame jetzt noch ein kleines bisschen und wir sehen uns dann gleich, weil ich ja gleich auch noch Sport machen muss. So, meine Lieben, der Stream ist vorbei. Es sind mehr Leute aufgetaucht, als ich gedacht hätte. Wir waren zwischenzeitlich über 30 Leute. Das finde ich sehr cool. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch den Weihnachtstag etwas versüßen und verschönern. Was aber jetzt ansteht, ist, ich habe es lange noch vor mir hergeschoben, Sport. Ich muss heute und morgen Sport machen, damit ich wieder auf die Anzahl der Workouts komme, die ich brauche, um dreimal die Woche im Schnitt Sport gemacht zu haben. Von daher werde ich mich jetzt hier auf meine Yogamatte schwingen und werde zum Abschluss des Tages um kurz vor 8 nochmal Sport machen. Ich habe gerade noch eben schnell meine Wäsche in die Waschmaschine geworfen. Der Weihnachtsbaum, den ich für den Stream gerade hier auf so einem kleinen Beistelltisch hatte, der steht jetzt da. Entweder werde ich den morgen noch abbauen oder der bleibt da jetzt stehen für Weihnachten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt aber erstmal zusehen, dass ich hier 30 Minuten lang ans Workout komme. Wir sehen uns danach und dann werde ich auch den Vlog für heute beenden. Ich habe jetzt hier auch Sportklamotten an und so. Los geht's, Freunde. Und dann, wenn ich den Vlog beendet habe, werde ich den noch schneiden und fertig machen. Und dann geht's morgen los in die letzte Woche des Weekly Vlogs, Freunde. Morgen ist es soweit. Morgen ist der letzte Montag. So, jetzt aber erstmal hier geworkoutet. Ich habe es geschafft. Wir haben jetzt so 8:30. Workout ist fertig. Nur noch dreimal, dann bin ich durch damit für dieses Jahr. Und auch erstmal durch damit. Und dann bin ich sehr froh und glücklich, wenn ich das geschafft habe, das sage ich euch. Das hat mir aber trotzdem unterm Strich wieder gut getan, so ehrlich muss ich auch sein. Der Spaß kommt halt einfach nur zu kurz. Ich werde jetzt aber zusehen, dass ich den Weekly Vlog geschnitten kriege und fertig mache. Vielen lieben Dank nochmal an alle, die beim Weihnachtsstream dabei waren. Ich hoffe, dass wir beim neuen Stream auch ein paar Leute werden. Und danke auch, dass ihr das Weihnachtsfest mit mir zusammen verbracht habt. Und ich würde sagen, ich schwafel jetzt nicht mehr groß rum, sondern wir sehen uns einfach morgen beim ersten Tag der letzten Woche des Weekly Vlogs, Freunde. Haut rein!